Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen und heute spielen wir die zweite Runde des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel auswärts. Holstein Kiel ist Erstligist, wie man sieht, sind wieder aufgestiegen und mannschaftsstärkemäßig, also gut tabellarisch, eine Vorletzter, mannschaftsstärkemäßig sind sie auf Platz 17 ebenfalls. Das heißt, es ist ein auf dem Papier ein verhältnismäßig leichter Gegner, aber man weiß ja nie, ne? Ich würde sagen, wir schauen mal, was sich so ergibt. Wir haben die Mannschaft noch stärker aufgestellt. Ich habe auch mal Pohlmann wieder hochgeholt für Kananoulis. Vielleicht stellen wir den ja auch auf. Und schauen wir mal, wie es läuft. Gehen wir mal direkt ins Spiel rein. Viel gibt es vorher nicht zu klären. Denn viel ist auch nicht passiert. So. Wir können in Rot spielen, das setzt sich ganz gut ab. 3D-Spiel, weil wichtig. Und ich möchte sehen, dass ihr Gras frisst. So, unsere Saison ist immer noch sehr gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Das wäre ganz schön. Und dann schauen wir mal. Siegesprämie ist ausgeschrieben, habe ich schon erwähnt. Aber machen wir ja immer bei solchen Alles-oder-Nichts-Spielen. Dann bin ich mal gespannt, ne? Klopp ist immer noch nicht fit, der hat immer noch seine Innenbanddehnung. Das heißt, wir haben heute keinen Ersatz für die Hängespitze, aber wir haben insgesamt einen Ersatzstürmer. Und dann können wir ein bisschen tauschen, weil Kwaliszewski kann ja zum Beispiel beides spielen. Der kann ja stürmen und Hängespitze. Dann kann man da ein bisschen rummanövrieren, falls es nötig sein sollte. So, Gutierrez ist übrigens von uns. Leihspieler. Die anderen kenne ich jetzt ein bisschen weniger. Außer Neef, das erinnert mich ans Niederländische, weil Neef heißt da Cousin oder Neffe. Beides. Hat beide Bedeutungen, das Wort. Das ist ganz interessant. Und los geht's. DFB-Pokal hier. Das ist alles oder nichts. So, Malte Kist. Prüft gleich Gorgon. Aber hat ihn jetzt nicht sehr aus der Fassung gebracht. Aber wir kommen vielleicht gleich zur nächsten Chance. Wieder Malte Kist. Und wieder Gorgon. So, als nächstes, wie man sieht, eine Ecke. Schauen wir mal, was die bringt. Moment, die haben auch noch einen Spieler, der Coffee heißt. Wenn man das mit mit K schreiben würde, hätte man auch wieder das niederländische Wort für Kaffee. Koffie. Mit IE am Ende auch. Dabei ist doch Kiel eigentlich näher an Dänemark. Naja, gut. Kwaliszewski, schade. Wird er aus der Fassung gebracht. Und kommt nicht zum Schuss. Schade. Und nochmal Einwurf. Oh, das wird ein weiter Einwurf, so wie es aussieht. Wie fast wie eine Ecke. Kwaliszewski. Ah, das sind zwei auf einmal. Das ist ein bisschen zu viel gewesen. Aber Karl. Ach, schade. Das hat nicht so viel gebracht. Neef. Immer noch Neef. Da wartet Türpitz. Ach, dass er den Ball nicht gekriegt hat. Huiui. Dann wird es nämlich wieder sehr gefährlich. Und dann haben wir ein Problem, besonders weil DFB-Pokal und so. Hier dürfen wir ja überhaupt nicht patzen. Ein Spiel verlieren und dann ist der ganze Titel futsch. Das ist das Problem beim DFB-Pokal. Man muss alle Spiele gewinnen. So, Neef hat eine gute Aktion hier. Oh, Türpitz. Gefährlich, gefährlich. Webers ist zur Stelle. Schön, Kwaliszewski. Jawohl. Und herrlich, das erste Tor. Unten an die Latte und dann ins Tor. Schön. 1:0 für den MTV. Wir sind auf Kurs, unser Soll zu erfüllen. Schade.
Oh, das ist nicht gut. Ah, oh, schade. Arnold Neef. Jetzt sind wir wieder so schlau wie vorher. Boah, aber wie der das macht, ey. Krass. Vorsichtig beim Zurückspielen. Da lauern die Stürmer. Ach, Mann. Dann hängt der Kwaliszewski in der Schussbahn. Was soll das denn? So, jetzt aber. Metal und... Jawohl, 2:1. Schön. Gut. Jetzt ist wieder erstmal alles gut. Bis zum Gegentreffer. Aber ja, es ist trotz allem spannend jetzt. Liegt wohl in der Natur des Pokals, ne? Muss wohl spannend sein. So. Ah, schade. Kwaliszewski im Abseits. Aber das war auch sehr knapp. Krass. Da haben wir Gutierrez, unseren Leihspieler, gehabt gerade. Ah, schade. Gut, dann war das Halbzeit Nummer 1. Wir führen 2:1 gegen Kiel. Die anderen Ergebnisse gucken wir uns mal hinterher genauer an. Und dann könnte man... Wer weiß was? Wieso nicht mal Pohlmann reinbringen? Vielleicht freut er sich ja drüber. So, Ruch in den Sturm. Und hier könnte man nochmal Marz reinbringen. Jetzt habe ich nach Noten gewechselt, obwohl es spannend ist. Ich hoffe, das bereuen wir nicht. Das wär sehr schade. So. Massagen noch. Oh, den hätte ich wechseln sollen. Wie ich gerade sehe. Mit einer Massage kann ich noch auf 58 bringen. Das wäre jetzt vielleicht unklug, was ich jetzt gemacht habe. Jetzt ist der natürlich schon sehr müde, weil er sich irgendwie wehgetan haben muss oder sowas. Ja. Gut, ich hätte die Wechsel zu dem Zeitpunkt noch rückgängig machen können, ne? Habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, jetzt sowieso zu spät. Hoffen wir mal, dass es so noch irgendwie klappt. Huch, war unterwegs im Tor. Kriegen wir jetzt nochmal einen Freistoß. Und ich meine, Kist ist ja nicht vollkommen weg, ne? Wir sind ja jetzt nicht in Unterzahl. Er ist halt nur ziemlich müde. Gutierrez klärt, unser Leihspieler. So, da ist Kist, der müde. Aha, und Metal im Abseits. Schade. Aber Kist hat in der Situation alles richtig gemacht. Das war nur das Problem, ne? Bei Ruch und Metal, dass es da nicht so ganz gepasst hat. So, Kist wieder. Pass ist angekommen. Das war von der Situation, von der Perspektive ganz gut. So, jetzt nochmal. Metal. Schuss. Und ah, schade. Gegen Pfosten. Abseits von Neef. Okay, alles gut. Wenn es nicht kein Abseits gewesen wäre, hätten wir ein riesen Problem gehabt. Aber gut, dass der Verteidiger trotz der Abseitsfalle mitläuft. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Wenn das zumindest im richtigen Moment macht. Ach, guck mal, da sehe ich auch T. Kessler oben eingeblendet. Das ist ja auch einer von uns. So, jetzt kriegen wir nochmal einen Freistoß. Schade, dass der Vorteil nicht laufen gelassen wurde. Das hätte es auch eine schöne Chance geben können. Hildebrand. Oh, nicht schlecht. So, Ruhe. Der Pass kommt an. Ja, schade, aber danach nicht mehr viel. So. Metal, kein Abseits. Und da ist es 3:1. Okay, jetzt wird es ein bisschen entspannter. Sein zweites Tor in diesem Wettbewerb. Gut. So, jetzt wird es, wie gesagt, ein bisschen angenehmer, das Ganze anzuschauen. Vor allem mit dem Gedanken, dass ja
Oh, das ist nicht so gut. Okay, doch alles gut. Vor allem mit dem Gedanken, dass ja, Kist sich anscheinend wehgetan hat und schon ziemlich wenig Frische hat. Na, den holst du dir noch, schade. Ah. Nochmal Kiata, versuch's nochmal mit dem Pass. Kommt schon wieder bei, nur bei Zig an, oder Jig. Könnte ein türkischer Name sein. Auf Wiedersehen. Wer sagt dir zu wem auf Wiedersehen, ist die Frage. Haben wir so viele Gießner oder was? Dass sie zu Kiel auf Wiedersehen sagen? Ich weiß es nicht genau. Oder die Kieler sagen auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Bundesligaspiel, wo wir uns wiedersehen. Nach Motto, war schön im DFB-Pokal. Naja gut, das Spiel ist aber noch nicht zu Ende. Oha. Das war aber sauber. Glück für Kiel hier. So wie das klingt, ist gerne mal ein Foul. So, das war jetzt kein Abseits. So, Weber fängt. Alles gut. Und ich hoffe, dass sich Pohlmann ein bisschen positiv präsentieren kann. Hoch, kein Abseits. Nee, alles gut. Und bleibt an Gorgon hängen. Schade. Wenninger. Und Neef, jetzt könnte es wieder gefährlich werden. Wobei, jetzt haben wir hinten ganz viele Leute. Ist erstmal gut gegangen, aber Türpitz hat sich den Ball wieder geschnappt. Und Foul von Hildebrand, aber es gibt keine Karte, glücklicherweise. Wechsel bei Kiel. Es kommt Matthäus Ebeling für Maximilian Stickel. Oh, der Freischuss direkt drin. Das ist nicht so gut. Ist es Gutierrez gewesen? Hat den Gutierrez getreten? Tatsächlich. Der Gießener verwandelt einen direkten Freistoß gegen seinen Arbeitgeber. Oha. Tim Treude für Philipp Türpitz. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Pass doch auf. Das sah nämlich nicht danach aus, als hätte die Abseitsfalle funktioniert. So für mein Verständnis. So, jetzt nochmal Ruch. Und Nachschuss kommen. Ach, schade. Ja, jetzt wird es nochmal richtig spannend. Neef aber im Abseits. Okay, alles gut. Puh, Nachspielzeit läuft schon. Viel kann nicht mehr schief gehen. Also, gut, ach, eigentlich schon. Ein Tor fällt schnell. Ha. Aber es bleibt nicht mehr viel Zeit dafür. Das ist das Gute. So, jetzt nochmal eine ganz lange Einblendung. Die nimmt leider nicht viel Zeit von der Uhr. Um mich zu sagen, vielleicht gar keine. So, jetzt einfach nur nicht den Ball verlieren. Metal und... Ja, mach nochmal eins. Jawohl, jetzt haben wir's. Jetzt ist alles gut. Metal, 3 Tore heute. Schön. Aber dann im Nachhinein eigentlich ganz schön, dass Gutierrez getroffen hat. Den gibt man ja sowas dann auch. Vor allem direkter Freistoß. Nicht schlecht. Und jetzt war's das auch. Phew. Okay. Meine Güte, ey. Das war wieder spannender als gedacht, fand ich. Wobei, eigentlich erwarte ich sowas mittlerweile vom DFB-Pokal. So, Mainz weiter gegen Heidelberg. Düsseldorf ist weiter gegen Bielefeld. Hamburg ist weiter gegen Augsburg. Bayern ist weiter gegen Rostock. Schalke ist weiter gegen Dresden. Frankfurt ist weiter gegen Dortmund. Nicht schlecht. Hertha BSC setzt sich durch gegen Hannover 96. Köln gegen Hildesheim. Hoffenheim gewinnt gegen Duisburg. Jena gewinnt gegen Braunschweig. Das ist schön für unseren Leihspieler Kessler, der ja bei Jena ist. Leverkusen gewinnt gegen Gladbach. Leipzig gewinnt gegen Stuttgart. Unterhaching gewinnt gegen Aalen. Gegen Rot-Weiß-Aalen wohlgemerkt. Gibt ja noch VfR Aalen, die werden ein bisschen anders geschrieben. Nürnberg gewinnt gegen Babelsberg und Bremen gewinnt gegen Meppen. Alles klar. So, das haben wir uns alles angeguckt. Dann können wir uns jetzt die Auslosung anschauen, wie es denn weitergeht.
Und das Metal ist jetzt auch auf Kurs hier im DFB-Pokal. Vielleicht, den Torschützenkönig quasi zu machen. Schauen wir mal, wie es läuft. So, Auslosung. Es geht weiter. Schauen wir mal, wen es trifft. Für uns. So, Leipzig wird als erstes gezogen. Heimspiel wäre ganz schön. Gegen Carl Zeiss Jena. Der erste FC Nürnberg. Gegen uns. Okay, wir spielen wieder auswärts. Schade. Aber gut, dann ist das wohl so. Dann können wir den Rest auch überspringen. Ist jetzt vielleicht weniger spannend. Wir spielen gegen Nürnberg. Die sind ja auch Erstligist. Gegen die geht auch als nächstes in der Bundesliga. Ja, und leider halt wieder nicht zu Hause. Das ist ein bisschen schade. Aber kann man nichts ändern. So, gibt es denn schöne Pokalprämie hier? 494.000, okay, dann haben wir fast die Siegesprämie wieder drin. Aber nur fast, glaube ich. Oder vielleicht sogar nur ungefähr zur Hälfte. Ich weiß nicht mehr genau, wie teuer das war. Aber auf jeden Fall unter 1 Million. So, Mitgliederkampagne. 11.000 neue Mitglieder, das klingt doch nicht schlecht. Platz 11 der Liga. Ist doch schon ein ordentlicher Wert, wenn man auf die Liga achtet. Nicht schlecht. So, Pohlmann hat wieder gespielt in der ersten Mannschaft. Das ist bestimmt ganz nett für ihn gewesen. Ich hoffe, der kriegt dann irgendwann genug Erfahrung, dass er mal wieder einen Punkt macht. Das wäre ganz schön. Wobei, ich kann das nochmal auflösen. Dass ich für das nächste Spiel dann unmittelbar die Mannschaft nochmal aufstelle. Okay. Dann gibt es eigentlich nur noch weiter zu klicken bis zum nächsten Spiel. Erstmal. Zweite Mannschaft, da müssen wir uns, glaube ich, auch nicht unbedingt drum kümmern. Schön, dass Klopp und Esposito wieder fit sind. Das freut mich für beide. Besonders für Klopp, für die erste Mannschaft ist das ganz nützlich. Und dann haben wir noch einen weiteren Tag, den wir weitergehen. Hier. Und Kist hat sich an... Doch, Kist war anscheinend doch kurz verletzt. Ich war kurz irritiert. Ich habe das irgendwie ein bisschen... übersehen, was da war. Moment. Muss ich mal gucken, was hatte er denn? Hier. Malte Kist für einen Tag ausfallen. Zehenprellung, aber die ist schnell wieder verheilt. So, oh, ein neuer Artikel, Fanartikel bereit zur Markteinführung. Das ist schön. Und neue Idee für einen Fanartikel. Das Klopapier ist wieder da. Das war ja schon mal da und ist wieder verschwunden. Ich verstehe nicht ganz, warum man Klopapier verkauft. Das könnte man quasi an die Konkurrenz verkaufen, ne? Vielleicht. Weil ich weiß nicht, ich würde mir nicht gern mit meinem Verein den Hintern abwischen. Das kommt mir ein bisschen respektlos vor. Aber wenn man da ein bisschen Geld von den Feinden quasi abzwacken kann, ja warum nicht, ne? Dann verkaufen wir auch ein bisschen Klopapier. Geld ist Geld, ne? Wie war das Pecunia non olet? Geld stinkt nicht. Passt zum Klopapier, ne? Ja, okay, unser Energy-Drink ist fertig, unser Schlammbeißer-Schobbe oder so, wie ich ihn getauft habe. Keine Ahnung, klingt ein bisschen doof, aber wer weiß. Vielleicht könnte man das tatsächlich so nennen, keine Ahnung. So, Meier ist stärker, das ist schön, Schlag ist stärker und ich glaube, wenn das kommt, dann haben sie plus 5 Punkte oder so gemacht. Vielleicht sogar teilweise plus 7. Ich habe bei manchen plus 7 gesehen, aber ich weiß nicht, ob sie vielleicht so schon 2 Punkte gemacht haben. Pokalspiel für TV-Übertragung ausgewählt. Da kriegen wir ein bisschen Bonus, das ist doch ganz nett. Neue Idee für Fanartikel, genau, das haben wir schon mitbekommen. Und wenn das fertig ist, dann ist der Fan schon voll. Wie man sieht, wir haben jetzt nur noch einen Platz frei, 34 von 35. Und wenn das Klopapier fertig ist, ist es voll. Glücklicherweise bauen wir gerade das Vereinsmuseum aus, um danach den Fanartikelverkauf auszubauen. Also hoffen wir, dass wir da relativ schnell wieder Platz haben für weitere Fanartikel. Das ist so der Plan. Genau. Gut. Dann
Könnte man auch drüber nachdenken, irgendwann mal internationale Fanshops aufzumachen, ne? Aber ich wollte ganz gerne erstmal das Geld sparen für das Vereinsgelände, für die Infrastruktur dort, vor Ort. Darüber hinaus, ja, kann man mal schauen. Die werden dann hoffentlich nützlich sein, die Fanshops, wenn wir unsere Jugendcamps finanzieren wollen. Die werden nämlich nochmal richtig teuer werden. Mal schauen, wie das dann läuft. Und es ist ein bisschen schade bezüglich der Mitarbeiter, ne? Wir bauen gerade das Bürogebäude aus, könnten jetzt 60 Mitarbeiter einstellen. Könnten wir eigentlich unsere ganzen Jugendcamps besetzen. Problem ist, leider ist die irgendwie verbuggt und es klappt nicht so richtig. Was, wenn wir, angenommen, wir suchen einen, Moment, suchen wir mal einen Jugendtrainer. Beste Position, ist jetzt eigentlich egal. Machen wir dem Angebot. Keine unbesetzte Stelle mehr. Und das stimmt ja nicht. Wir haben ja jede Menge Jugendcamps, wo wir eigentlich Verstärkung gebrauchen könnten, aber wir können dafür keinen einstellen. Und ich verstehe nicht so ganz, warum nicht. Warum das nicht geht. Das ist mir ein Rätsel. Und hier, Hamal ist kein Jugendtrainer. Der ist da nicht als Jugendtrainer eingestellt worden. Der ist da aber als Jugendtrainer aufgeführt. Das verstehe ich nicht so ganz. Hier hat er gar keine Stelle. Also das ist irgendwie verbuggt. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. So ist das dann. Ja gut, andererseits, die Trainer sind ja quasi nur dazu da, um den Ruf zu verbessern. Das Training verbessern sie ja nicht, weil wir die Spieler sofort in unseren Verein holen, wenn sie da sind. Dann ist es vielleicht sowieso besser, wenn wir Marketingmanager einstellen, falls das gehen sollte. Falls das wenigstens nicht verbuggt ist. Weil die bringen uns dann hoffentlich mehr Einnahmen ein. Das wäre dann ganz nett. Jo. Gut, dann bereite ich mal das Spiel gegen Nürnberg vor, würde ich sagen. Dann sage ich Dankeschön fürs dabei sein und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 € geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.